Dafür sind wir genau die Richtigen. Heißt, wir haben unseren Gegner gerade eine richtig schöne Scharfschützen an mir gegeben. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir tun gut daran, noch ein paar Kanonen mehr zu rufen. Im Sinne von alle. In Ordnung. Jawohl. Zurück zu unserer Hauptstreitmacht hier. Ist mir Befehl. Denn jetzt geht's hier los. Die Schlacht beginnt. Nur Mut. Wir werden siegen. Feinde greifen euch an. Kanonen reinhalten. Lehrt sie das Fürchten. So, dann hätten wir das. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jawohl. Mir Befehl. Ja, auf in den Kampf. Reiterei, zurückziehen. Wir wollen nicht komplett ausrasten. Denn die haben immer noch die Türme, die uns in die Flanke schießen werden. Wir wollen uns gerade nur um das kümmern, was uns entgegenkommen ist. Apropos Flanke. Bleibt unten. Haltet euch da, wo wir schon aufgeräumt haben. Kommt aus dem Säge weg eigentlich gleich nur Arbalestenschützenarmee raus. Das würde mich nicht überraschen. Nein, da kommt nichts raus. Jetzt ist es nicht mehr überraschend, jetzt macht es nicht mehr. Angriff. Zahltag. Wir befehlt. Wir arbeiten dafür von ganz außen die Türme ran. So sind wir nicht in zwei Fronten krieg. Euer Wunsch ist wir befehlt. Wir befehlt. Ich tue mein Bestes. So, halt. Oh, zurück. 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 Attacke. Diskret und delikat. Nur Mut. Wir werden siegen. Jetzt haben wir ein Problem. Sofort. Sofort. Die verhindern, dass wir großartig weiter voranschreiten bei unserem diskreten und delikaten Ausschalten der ganzen Türme. Wir können hier noch nicht reinstoßen, einfach weil wir ansonsten immer noch von Türmen zerschossen werden würden. Natürlich. Schauen wir nochmal, wo die Türme noch alle stehen. Wenn wir hier reinmarschieren würden, würde das ein Massaker für uns werden. Die Türme würden sehr kurzen Prozess mit uns machen. Und das mögen wir nicht. Heißt, wir schicken drei Truppen. Wir schicken ein. Ja, wir schicken. Komm, wir schicken diese drei. Wir schicken diese drei Truppen. Alter! Gut, wir schicken diese drei Truppen Scharfschützen los. Ja, mein Herr. Damit sie sich um die Türme kümmern, die in unserer unmittelbaren Reichweite erreichbar sind. Ich tue mein Bestes. Für ganz blöde Idee. Leute wütend. Leute ganz, ganz wütend. Gut, andere Taktik. Wir schießen einfach Stück für Stück die Leute weg, die da stehen. Bis uns niemand mehr in die Flanke schießen kann. Das kann ich. Das heißt, wir bewegen uns nicht, wir schießen. Wie ihr wünscht. Hör auf, dich zu bewegen. Das Zielen ist nicht so schwierig. Befasst euch gar nicht mit den schwarzen Rittern da. Das werden die schweren Reiter nachher übernehmen. Gerade geht es nur um die, die uns bei der Turmzerstörung stören können. Wird gemacht. Seid unbesorgt. Sofort. Wir kümmern uns darum. Für Ruhm und Ehre. Ergreift sie. Lehrt sie das Fürchten. Unser Leibeigen zum Beispiel, der kann auch mal kurz erschossen werden und weiter. Ja, mein Herr. Jawohl. Und auf dem Tor. Und auf den nächsten Turm. Gut, wie wir an die nächsten Türme kommen, ist mir noch ein bisschen rätselhaft.
Zuerst einmal ist ein Rückzug angesagt und wir schießen uns noch in die Wand. Damit unsere Truppen nicht getrennt sind. Zurückziehen! Dieser jüngst geschlagene Okay. Zieht euch nicht zurück, das jüngst geschlagene Loch. Macht euch die Mühe, einmal ganz rumzurennen. Und jetzt beseitigt dieses Häufchen Elender. Dann beseitigt jetzt die Mauern. Die stören jetzt. Auf in den Kampf! Macht sie nieder! Zahltag! Wir kommen an diese Türme ran. Keine Sorge. Es wird überhaupt kein Problem. Attacke. Ja, jawohl, das kann ich. Seid unbesorgt. Wir kümmern uns darum. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Dafür müssen halt nur diese Mauern weichen. Angriff. Denn die teilen unsere Truppen und die verleiten unsere Truppen Attacke. Dazu, auf Ideen zu kommen, wie einen Marathon um die Welt zu drehen. Macht sie nieder. Das wollen wir nicht. Hier kommt hauptsächlich kein lebendiger Leibeigner durch. Was uns die Suche später sehr vereinfachen wird. Nur Mut. Wir werden siegen. Lehrt sie das so, das Wohnhaus muss weg. Das stört unsere Sicht. Das ist eine ganze Menge von schwarzen Rittern. Zeigen, was ihr gelernt habt. Das ist eine wirklich große Menge schwarzer Ritter, die jetzt plötzlich tot ist. Sie das fürchten? Trefflicherweise. Macht sie nieder. Aber erstmal sollten wir diese Leute beseitigen, denn die können sich wehren. Ihr werdet angegriffen. Warum? Warum macht ihr das? Ihr müsst euch nicht so weit ausfächern. Lehrt sie das fürchten! Lehrt sie das fürchten! Nur Mut! Wir werden siegen! Für Ruhm und Ehre! So, unsere Türme werden jetzt weg. Eure Arbeiter bezahlen gemacht. Ihre Steuern. Jetzt könnt ihr zeigen. Nur Salvereien und ist er weg. Macht sie nieder. Und den nächsten Turm. Sobald du merkst, dass es uns zu blutig wird, ziehen wir uns zurück. Ja, ich weiß. Und zurückziehen. Die Reiterei hilft beim Abfangen. Wir haben einen Trupp verloren. Verdammt. So, wie viele Türme existieren hier noch? Wir haben diesen Turm. Also wir haben noch die Türme, die hinter der Burg sind. Sofort, aber sicher. Ja, aber sicher. Für euch doch immer. Für euch doch immer. Und das sind viele. Mit Vergnügen. Wird gemacht. Ja, mein Herr. So, mit dem seid ihr übrigens Gruppe 2. Viel Spaß mit euren neuen Rekruten. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ja! Was machst du denn da? Nein, nicht Tab, sondern hier. Jawohl. In Ordnung. So, Kanonen. Wir haben gerade 7 Stück hier stehen. Sind wir genau die richtigen. Ist richtig, ja. Für Ruhm und Ehre. Reiter, was macht ihr da? Wie ihr wünscht. Jawohl. Gern. In Ordnung. Zahltag. Also, mal bewegen wir uns jetzt langsam auf tödlicheres Gelände. Auf in den Kampf. Nein. Ihr haltet schon die Position. Übrigens, Armee 4 plus diese beiden Kanonen ist Armee 4, solltet ihr wissen. Sofort. Macht sie nieder. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, halten wir auch schon auf weiteren Türmen.
Da. In den Tod. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Kanonen, da rein. Wir werden siegen. Reiter, da hinten liegt Jerusalem. Holt das mal ganz kurz. Attacke. Scharfschützen, da sind Türme. Macht die weg. Auf in den Kampf. Reiter, ihr seid doch dämlich. Hier ist Jerusalem. Holt euch das. Für Ruhm und Ehre. Ja, mein Herr. Seid unbesorgt. Infidels. So. Macht sie nieder. Nur Mut. Wir werden siegen. Feinde greifen euch an. Ja, Herr. Scharfschützen. Stoßt mal durch das Getümmel der Schlacht vor. Ein wenig aus dem Dorfzentrum. Bevor wir das machen. Denn es könnte jederzeit irgendwo was rausgespawnt kommen. Zerlegt diese Türme. Die sind das Gefährlichste für uns im Moment. Macht sie nieder. Wieso ist diese fette Batterie an Kanonen an? Wenn wir da unsere schweren Reiter reinhetzen, sind die Reiter Geschichte. Ja, mein Herr. Angriff. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Entschuldigen Sie bitte. Lassen Sie das. Unseren Schützen geht es gar nicht gut. Nein. Der hat unsere erfahrenen Schützentrupps ermordet. Wie viele von euch gibt es eigentlich noch? Sind das die Krassen? Das sind die ganz Krassen. Wir haben 2 Schützentrupps verloren. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das geht so nicht. Macht sie nieder. Steht doch irgendwo welche von den ganz krassen schwarzen Rittern, die immer draufprügeln und dann auch noch weiterkämpfen, wenn ihr Arm abgefallen ist. Nein, offenbar nicht. Die sind noch am Trainieren. Auf in den Kampf. Ergreift sie. Kerberos steht da, denen geht das alles gar nichts an. Nur Mut. Wir werden siegen. Bis in den Tod. Aber langsam kriegen wir es. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Jawohl. So, bevor wir uns der Burg zuwenden. Das Dorfzentrum? Ja, mein Herr. Und bevor wir auch nur ansatzweise auf die Idee kommen, weiterzumachen, gehen wir erstmal hier unten unsere Truppen wieder auffrischen. Den Reitern, die fühlen sich wohl, denen geht's gut. Die dürfen plündern und brandschatzen, das den lieben langen Tag. Ja, mein Herr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, ein Trupp ist schon wieder draufgegangen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich... Wer hätte das erwartet? Hallo, Gruppe 2. Ja. Dafür sind wir genau die Richtigen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. So, als nächstes, hier. Hier wird auch noch aufgewertet werden. Und wieder zurück ins Getümmel. Jetzt kann's losgehen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Kanon, vorwärts. Wir erledigen das. Scharfschützen, kommt her. Euer Wunsch ist mir Befehl. Kanon, haltet rein. Das fürchten. So soll es sein. Und jetzt kommt noch irgendwas rausgeschissen. Eine Barbarenarmee! Eine Ex-Barbarenarmee! Ah, da sind glaube ich noch ein paar krassen schwarzen Ritter drin gewesen. Die gerade unseren Reitern tatsächlich wehtun. Aber das bringt ihnen wenig.
Gut. Was ist da unten los? Da kommt ein Leibeigener. Jetzt, wo wir alles ausradiert haben, was kämpfen kann, kommt der unangenehme Teil. Alles finden, was nicht kämpfen kann. So, wir haben sich schon mal begeben und wir ziehen unsere gesamte Armee mal ganz kurz zurück. Frischen die wieder auf. Und dann lassen wir unsere Reiter wie ein absolutes Todesschwadron durch die Gegend ziehen und alles massakrieren. So wie es sich gehört. 5000 Gotten herauszufinden, wer noch zu besiegen ist, ja. Wir können schon mal anfangen mit dem da. Also was? So, da hätten wir mal ordentlich aufgeräumt. Aber nun habe ich Durst. Ja, der Nachschub ist auch gerade angekommen. Ja, ich habe die feinsten Sorten an Whisky und anderen leckeren Sachen dabei. Sucht euch was Schönes aus. Ah, dann gebt mir gleich den ganzen Karren her. Aber nächstes ist schön wie der Sieg über Kerberos. Und das Massakrieren von allem, was existiert hat. Schreibt bitte einen Kommentar für die Map, für den Mapper Kalle. Danke. Dem schließe ich mich an. Tipps. Über einen Kommentar von einem Spieler freue ich mich sehr. Ja, da lest ihr es. Hier sind Tipps, wie ich selbst die Map erfolgreich einige Male durchgespielt habe. Erst Dörfer bauen und für sehr viele Rohstoffe sorgen, mit Handel vielleicht. Hilfreich sind auch viele Steine und Holz und Schwefel für Kanontürme, baut wirklich viele. Das haben wir auch gemacht. Zuerst unten links mit der ersten Brückenbaustelle rüber und dort bis zur Stadt von Kerberos alles erledigen, nicht die Stadt angreifen, so wie wir es gemacht haben. Danach von der eigenen Stadt ganz rechts die Brücke gebaut und dort alles besiegen, auch wieder nicht Kerberos angreifen, so wie wir es gemacht haben. Dort viele Türme mit Kasernen verbauen für später. Nun wieder nach links und dort Kerberos angreifen. Okay, haben wir nicht so gemacht. Wir haben zuerst die schwächere Stadt angegriffen. Wir haben zuerst die auf der rechten Flussseite die ganze Stadt beseitigt. Der Schlusskampf ist von der linken Seite aus leichter, als über die Brücke zu gehen. Ja, oder man kann sich die ganze Arbeit einfach sparen und die ganzen Rekrutierungszentren wegsprengen. So wie es laufen sollte. Kalle hat uns viel Spaß gewünscht. Den hatten wir. Wir fassen auf den Statistiken. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Wir haben ganz, ganz viele Punkte bekommen. 304 Gebäude am Ende. 26 Bauernhöfe. 26 Wohnhäuser. 17 Arbeitsplätze. 325 Soldaten zum Schluss. 348 zum Höchstpunkt. 214 Motivation zum Höchsten. 39 Leibeigene gegen Ende, weil bei Gruppe 0 ein bisschen was nach hinten losgegangen ist. 135 Arbeiter, ganz viel Lehm, ganz viel Eisen, ganz viel Geld, ganz viel Stein, ganz viel Schwefel, abnormal viel Holz. 559 Gebäude vernichtet. 9 Gebäude verloren. Alles Türme. Bitte was? 12.767 Leute massakriert. 1000 Leute verloren. Wir haben tatsächlich 1000 Leute insgesamt verloren. Na gut, für den größten Teil sind einfach irgendwelche Türme verantwortlich, die uns erwischt haben. Aber trotzdem. Das ist ein bisschen mehr, als ich gedacht hatte. Aber verglichen mit dem, was Kerberos verloren und seine Kollegen verloren haben, ist das absolut hinnehmbar. Und vermutlich von den tausenden Leuten sind 999 Leute einfach Diebe, die gestorben sind. Das erscheint mir absolut realistisch. Punktewertung. Ich frage mich gerade übrigens, zählt da bei den Leuten, die man verliert, auch entweder die Streifen, die hochgeflogen sind, oder die Bevölkerungseinheiten, die man verloren hat. Denn Kanonen und Diebe brauchen ja 5. Und Reiter brauchen ja immer 2. Das heißt, wenn ein Reiter stirbt, zählt es als 2 verlorene Einheiten? Vielleicht weiß es jemand von euch. Ich nicht, also ich freue mich über eine Antwort. Ganz viele Punkte, die wir gekriegt haben. Und zurück. Und liebe Gemeinde, das war gegen Ende doch mit ein paar Absturzstrapazen, die Map Pilgrims Rache. Ich bin gespannt, welche Map ich mir als nächstes verknöpfe. Es war nicht so schlimm wie Brennendes Evolos. Bei Brennendes Evolos wurden wir von Anfang an bestürmt bis zum geht nicht mehr, wo einfach die ganze Welt uns gehasst hat. Aber ich würde auch nicht sagen, dass diese Map einfach war. Wir konnten sie uns halt einfach machen, indem wir Diebe eingesetzt haben, bis zum geht nicht mehr. Nun denn.
Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder von Die Siedler 5, das Erbe der Könige, Freispielkarten und User Maps. Und mal schauen, was wir dann durchspielen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, bis zum nächsten Mal und Cheerio.